Die Tomatenvielfalt ist schon wunderbar. Es gibt sämtliche Farben und Formen in allen Größen und Varianten. Und ja, es ist jetzt Mitte Oktober. Ich habe noch genug Tomaten, aber es geht ja auch langsam die Gartensaison dem Ende zu. Schon so ein bisschen auch die Vorbereitung fürs nächste Jahr ist bei mir auch ziemlich gut am Laufen. Aber ich möchte jetzt einfach mal so ein kleines Fazit für mich ziehen, wie dieses Jahr für mich das Tomatenjahr ausgefallen ist, der ganze Anbau, welche Erfahrungen ich gemacht habe. Und dann stelle ich euch einfach nochmal so ein paar Sorten vor, die ich jetzt so angebaut habe. Hallo und herzlich willkommen hier auf diesem Kanal. Es freut mich wirklich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und ja, also wie gesagt, es ist Mitte Oktober, die Tomatenzeit läuft bei mir noch. Für manche ist es schon vorbei, für die Leute, die sie Tomaten im Freiland angebaut haben. Ich habe es ja im Folientunnel und im Gewächshaus. Aber ich möchte jetzt auch mal so ein kleines Fazit für mich persönlich ziehen, wie die ganze Tomatensaison bei mir so ausgefallen ist. Also ich muss halt sagen, also Tomaten, das, der komplette Anbau, das ist halt auch wieder so eine Pflanze, die für mich zeigt, dass man sich einfach Zeit und die Muße nehmen muss. Und das halt nicht so wie unser Denken halt heutzutage so ist, dass man alles sich kaufen kann und von heute auf morgen alles Mögliche bekommt. So ist es leider nicht. Bei der Tomate ist es halt so, dass man in der Regel den Sämling im Februar oder im März reinsetzen muss. Das habe ich im Februar zum Beispiel gemacht. Und dann die Pflanze einfach großziehen muss, keimen, aufwachsen, abhärten, eventuell auch mit den entsprechenden UV-Lichtern arbeiten. Das habe ich auch zum Beispiel gemacht. Und sich einfach um die Pflanze kümmern und dann erst im Juli zum Beispiel oder schon Anfang Juni, da hatte ich zum Beispiel meine ersten Tomaten, dass man dann dort seine ersten Früchte bekommt. Und davor muss man halt auch wirklich ausgeizen, sich um die Pflanze kümmern, auch düngen. Das habe ich zum Beispiel mit Brennnessel auch gemacht und da einfach sich um die Pflanze kümmern, bis man dann endlich mal einen Ertrag und Erfolg hat, beziehungsweise Früchte. Aber da muss ich auch sagen, das ist also normalerweise kann man diese Qualität, kann ja keiner bezahlen, diese Energie, die man da reingesteckt hat, die ist einfach unbeschreiblich und sowas kann man einfach gar nicht im Supermarkt kaufen. Und wie gesagt, für mich war halt die Tomatensaison sehr nervenaufreibend auch. Also das ganze Vorzeichen, ich hatte auch sehr viele Sorten am Anfang, hatte jetzt Probleme auch, weil ich es ein bisschen unterschätzt habe, auch nicht so viele Töpfe. Den Platz hatte ich auch noch nicht ganz, da habe ich jetzt auch Vorbereitungen getroffen und davor sucht und das ganze Gießen, abhärten, auch immer wieder alles reintragen. Ich hatte ja so viele Jungpflanzen, ich habe ja jetzt 150 Pflanzen unten in meinem Tunnel und ungefähr 20 Pflanzen im Gewächshaus. Da hatte ich vielleicht noch 3-4 mal so viel mehr mit den anderen Kulturen, die ich noch vorgezogen habe. Das war dann wirklich schon ein Riesenaufwand und da bin ich auch sehr dankbar für meinen Vater, der mir da geholfen hat. Und sonst hatte ich auch viel zu tun mit der Anschaffung des Folientunnels und mit dem Aufbau. Da ist ja auch alles noch dazu gekommen, dass ich halt hier so überdacht geschützten Anbau habe und die auch besser, schneller und reifen. Und das war halt auch sehr sehr anstrengend und sehr prägend auch für mich. Da habe ich auch sehr viele Erfahrungen gemacht und da kann ich auch sagen, dass es halt sehr wichtig ist, dass man solche Anzuchtschalen oder sowas hat für die Töpfe und dass man halt von unten gießt, zum Beispiel damit die Pflanzen von unten heraus die Wurzeln bilden und sich das Wasser so holen und dann schon mal kompakt und starke Pflanzen sich bilden. Auch die Abhärte finde ich persönlich sehr wichtig, damit, wenn halt jetzt zum Beispiel so ein kaltes Wetter ist, dass die Tomaten zum Beispiel auch im Freiland oder im Kübel auch ziemlich gut diese Kälte auch überstehen und auch im Tunnel zum Beispiel kältere Tage nicht gleich eingehen oder Schocks bekommen, sondern einfach gut und eine robuste Pflanze werden. Die werden ja auch ein bisschen vom Stiel her dicker.
zum Beispiel, also eine Freilandtomate, die San Viva, die ich draußen habe, da sind manche eingegangen, aber welche, die hinterm Tunnel stehen, die stehen noch und haben die kalten Tage noch super überlebt und reifen sogar nach und wachsen auch noch bei mir, genauso wie die Pflanzen hier im Kübel. Aber es hat nur das entsprechende Mikroklima auch für die schaffen. Und sonst, ja, dann ist halt die Hochsaison gekommen, da haben wir die Tomaten in den Folientunnel reingesetzt, aufgebunden mit den ganzen Haken und natürlich auch immer wieder ausgegeizt und sehr viel gegossen im Tunnel. Das war auch schon eine Heidenarbeit. Also ich habe keine Tropfbewässerung, musste immer mit einer Gießkanne, Schubkarren und Kanister das Wasser holen mit meinem Vater und da immer so mit der Hand gießen. Also es hat immer wieder Stunden gedauert, aber ja, der Aufwand hat sich schon so ziemlich gelohnt, muss ich sagen. Und ich freue mich immer wieder auf die, ja, Tomatenernte, immer die Blätter abreißen, ausgeizen. Hatte auch viele nette Gespräche mit meinem Vater, habe ihn auch wieder ein bisschen besser kennengelernt. Und ja, da bin ich ihm auch, ja, bin ich auch sehr froh und dankbar für diese Zeit. Und ja, so viele bunte Tomatensorten, die ich auch habe, da werde ich auch später nochmal eine kleine Sequenz machen, damit ihr so sehen könnt, was ich für Sorten habe. Aber so im Allgemeinen habe ich sehr viele Tomatensorten, zum Beispiel die gelbe Dattelwein, Feuerwerk, die grüne Maladesche, Indigo Rose, die Indigo Kumquat, dann die Old German, die Golden Germany, die Indigo Blue Beauty, die Beauty King habe ich auch, die rote Murmel, die berühmte Black Cherry, die weiße Zucker, die goldene Königin, die Herztomate zum Beispiel von meinem Vater habe ich auch mit dem Anbau gehabt oder immer noch mit dem Anbau. Dann die Ananastomate, sind auch alles so orange gestreifte Tomaten. Die Hawaii Pineapple gehört auch zu diesen orange-rot gelb gestreiften. Dann habe ich auch eine weiße lilane Sorte, von der ich dann den Namen nicht mehr weiß, und blende ich vielleicht noch ein. Dann auch viele verschiedene grüne Sorten, wie zum Beispiel die Luciander, die Mini-grüne Zebra, die normale Green Zebra und da auch die ganzen Varianten wie die rote Zebra und die Black Zebra. Und weiter bei diesen ganzen schwarzen Sorten habe ich zum Beispiel die Gargamel gehabt. Auch im Anbau und die Indigo Kumquat. Und was mir noch so einfällt, habe ich auch viele süße rote Datteltomaten. Also die sind auch sehr wunderbar und schmackhaft gewesen. Und auch die Blush Tiger zum Beispiel, also so eine kleine Pfahltomate, die dann rötlich ja, abfärbt auch. Also rote Streifen hat, die ist auch sehr süß. Und sonst habe ich auch so rosafarbene Fleischtomaten gehabt, wie zum Beispiel die Batane oder die Rosa di Barbarossa, glaube ich, heißt sie. Solche Sorten habe ich auch dieses Jahr im Anbau auch gehabt. Viele verschiedene Wildtomaten natürlich auch. Also ganz, ganz schön viele, die ich auch, ja, im Tunnel reingesetzt habe, hätte ich jetzt vielleicht nicht machen sollen. Die Chani Prince, die Black Cream, also solche Sorten hatte ich natürlich auch, und natürlich auch kroatische Sorten, so polnische Fleischtomaten, kroatische Fleischtomaten, einfach aus diesen Klimazonen habe ich so bunten Anbau gehabt. Und ja, was ich dann noch so alles hatte, ja, so riesige Ochsenherztomaten. Also ich hatte auch so richtig große Tomaten, die ja fast ein Kilo gewogen haben. Also da habe ich auch schöne Bilder gemacht. Und ja, ich werde euch einfach eine, ja, kleine Liste zusammenstellen, und später in der Videosequenz seht ihr noch ein paar Sorten. Das lege ich, tue ich dann alles in der Videobeschreibung verlinken. Auch ja, viele verschiedene Paprikasorten werde ich in der Videobeschreibung auch verlinken. Da habe ich auch sehr viele Sorten gehabt, zum Beispiel die rote Augsburger Spitzpaprika, Emerald Giant ist auch so eine rote Blockpaprika. Ja, das sind halt solche Beispiele. Ich habe auch die Black Hungary, die Violet Sparkle sind auch so Spitzpaprikas, die violett abfärben zum Beispiel.
Und ja, viele verschiedene Chilis habe ich auch. Zum Beispiel die Purple Tiger wird ist am Anfang lila und wird dann rot abfärben. Dann die ja, Cheyenne Yellow und Cheyenne Red hatte ich auch im Anbau. Und sonst habe ich noch eine orangefarbene Chili gehabt, die, ich glaube, die heißt Stella Chlorella oder irgendwie so, keine Ahnung. Das sind halt auch so Chili-Sorten, aber die. So, meine Speicherkarte ist voll gewesen, deswegen dieser unschöne Schnitt. Aber jedenfalls habe ich auch noch einige Auberginen-Samen, die ich genommen habe, auch Sonnenblumen, Salat, Gurken und ja, auch meine ganzen Melonen in ihren Farben und Formen. Also die Wassermelonen gelb in weiß und die ganz normalen roten, auch die Sweet Siberian in orange, fleischige. Und sonst habe ich auch viele verschiedene Honigmelonen, von denen ich auch alle die Samen genommen habe. Und ja, wer Interesse hat, kann mich gerne anschreiben. Auch da werde ich meine E-Mail-Adresse in der Videobeschreibung stellen. Und wie gesagt, damit möchte ich es einfach jetzt so belassen mit diesen Informationen. Und dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Natürlich würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Natürlich auch über einen netten Kommentar. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr den Kanal kostenlos abonnieren würdet und auch auf die Glocke drückt, dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich jetzt noch weitere neue Videos, die auch kommen werden in der Herbstvorbereitung, werdet ihr immer wieder benachrichtigt. Und ja, wie gesagt, genießt einfach die schönen Tage, die Herbstvorbereitung in diesem super sonnigen Wetter. Bei uns ist heute zum Beispiel 25 Grad. Und in diesem Sinne, vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao. Ganz vorne im Tunnel habe ich eine Tomatenpflanze, die ganz schön viele Rispen hat und dadurch auch sehr viele kleine Tomaten hat. Die Sorte weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ich glaube, das ist die Microberry. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Die ist jetzt hier vorne ein bisschen an der Ecke und ja, da sollte man vielleicht mal ein bisschen ausgeizen oder schauen, halt, dass die Früchte auch genug Sonne bekommen. Aber es ist schon wahnsinnig, wie viel Rispen und kleine Früchte eine Pflanze hier so hat. Hier weiter vorne, hier drüben habe ich zum Beispiel die Sorte Gargamel. Das ist so eine blaue, schwarze Frucht, die dann hier unten rot wird. Und hier drüben habe ich dann auch eine blaue Sorte. Das sind die Blue Pits. Die habe ich jetzt auch schon im dritten Jahr angebaut. Und das sind kleine, schmackhafte und süße Cocktailtomaten. Und hier direkt vor mir ist zum Beispiel die schwarze Birne, wird sie genannt. Bei mir ist sie jetzt eher ein bisschen bräunlich, weil ich halt alles von Saatguttauschbörsen bekommen habe. Aber wenn sie ein bisschen reifer wird, dann wird sie so ein bisschen dunkelbräunlich. Und das sind jetzt so die spannenden Sorten hier vorne an der rechten Seite vom Tunnel. Bleiben wir vorne, da habe ich hier zum Beispiel hinten rechts in der Ecke habe ich die schwarze Ananas. Das ist die Sorte, die ist halt auch wieder so eine dunkle Sorte, die dann unten rötlicher wird. Und hier vorne habe ich dann auch wieder so orangene Tomaten. Ich glaube, das ist die, ich weiß nicht, Saint-Pierre, das weiß ich jetzt nicht genau. Das sind aber ganz normale, etwas größere Salattomaten. Genauso wie hier. Also die ganz, ganz gewöhnlichen auch. Hier ein bisschen, die sind zum Beispiel werden etwas orange. Ansonsten sind es die ganz gewöhnlichen roten Tomaten. Da weiß ich jetzt nicht ganz genau die Sorte. Aber hier vorne zum Beispiel, das ist die rote Murmel. Ist ziemlich ähnlich zur Black Cherry, aber die sind noch ein bisschen kleiner und rosafarbener, schmecken aber genauso süß.
Diese pfahlförmige Tomate ist die Blush Tiger. Also die erkennt man halt zum Beispiel an der Reife, wenn die so rote Streifen entwickelt. Ist auch eine wunderbare Sorte und schmeckt auch wirklich sehr, sehr süß und schmackhaft. Eine meiner Lieblingssorte, die ich dieses Jahr angebaut habe, ist diese wunderbare Tomate. Das ist die Feuerwerk. Ihr erkennt mal daran, dass sie so von unten her ein bisschen wie ein Feuerwerk ausschaut, hat so gesprenkelte Punkte. Und das ist eine sehr saftige und wunderbare Tomate, die ich nur jedem empfehlen kann. Und hier weiter vorne habe ich jetzt zum Beispiel eine größere Fleischtomate, die von orange auf ein bisschen rötlicher wird. Das könnte auch die Saint-Pierre sein. Das weiß ich nicht genau. Ich so ein paar Schilder auch gehabt. Dann hier auch wieder die rote Murmel. Und dann auch wieder eine etwas schwarze, dunklere Tomate. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Indigo Rose ist oder eine andere Tomate. Aber die ist halt auch so eine, hat viel hohen Anthocyan-Anteil, ist eine schwarze Sorte und reift halt auch, wenn sie rot wird. Das hier zum Beispiel ist jetzt dahinter, hinter der roten Murmel. Das ist die Red Zebra, die ich hier angebaut habe. Die habe ich auch schon jetzt das dritte Jahr allgemein bei mir im Garten drinnen. Und hier auf der anderen Seite auch wieder ganz normale rote Tomaten und hier wirklich süße rote, gelbe Dattelwein heißen die, sind so birnenförmige Tomaten und die sind halt auch sehr schmackhaft und süß und auch sehr beliebt bei Kindern. Hier dann etwas weiter hinten kann man auch hier die ganzen roten Datteltomaten sehen und kleine Cocktailtomaten, die auch sehr süß sind. Und hier an der Seite habe ich jetzt zum Beispiel eine weiße Sorte. Das ist die weiße Zucker und die ist jetzt nicht so hervorragend für mich, hat trotzdem sehr guten Geschmack, sehr viel Wasser, aber manchmal ist halt eine Frucht gut, manchmal weniger. Diese große Fleischtomate, die auch oben ein bisschen gelb ist und unten dann so rot abfärbt, das ist die Batane. Und die hat hier auch schon, habe ich mehrere Pflanzen, hat immer ziemlich große Früchte. Hier ist jetzt zum Beispiel entweder die Black Crim oder Chinese Sloan. Das ist halt so eine Tomatensorte in der Richtung, die so ein bisschen bräunlich-rötlich wird. Sind auch wunderbare Sorten, die geschmacklich wirklich top sind. Und hier an der Seite hinter den blauen Tomaten habe ich jetzt zum Beispiel die Sorte Pineapple. Die ist so ein bisschen, schaut aus wie ein Herzform und reift halt so, ist halt orange-gelblich und reift halt unten auch ein bisschen rot zusammen. Solche Tomaten, die liebe ich, die schmecken so süß und saftig, das finde ich einfach unbeschreiblich und wirklich ein Gaumenschmaus. Das hier ist jetzt eine gelbe Fleischtomate, ich weiß jetzt auch nicht, wie die Sorte heißt, ist halt für eine gelbe Sorte auch sehr schmackhaft und saftig und das ist jetzt eine der kleineren Früchte, die hat auch viel mehr größere. Dann habe ich hier zum Beispiel eine rosa Fleischtomate, das könnte die Rosa de Barbossa sein oder die Marmoff. Das sind auch wunderbare Sorten und die habe ich hier auch vorne angepflanzt. Hier etwas ganz, also bei dem Eingang vom Tunnel habe ich jetzt zum Beispiel Wildtomaten auch reingesetzt. Das ist jetzt eine gelbe Sorte. Das sind sehr, sehr süße, sehr, sehr süße Früchte und die kann man auch super draußen im Freiland anbauen. Die bekommen ja keine Braun- und Krautfäule, aber sollte man wirklich auch luftdicht anbauen. Also die Früchte, die sind echt wunderbar. Dauert auch wirklich sehr lange, um die auch zu ernten. Dann habe ich hier vorne diese rosa Herztomaten oder herzförmigen Tomaten. Das sind die von meinem Vater, die er jetzt von seinem Arbeitskollegen hat und die er baut auch schon seit 5-6 Jahren an. Und die habe ich hier auch überall im Tunnel reingesetzt, weil die wirklich sehr süß sind, sehr schmackhaft
Und ja, ich mag die einfach wirklich sehr. Hier, zwar nicht im Tunnel, aber außerhalb des Tunnels, wächst die Sunweaver. Das ist halt diese Open-Source-Tomate, die ja so kleine cocktailförmige orange Tomaten bildet. Wie gesagt, die Pflanze ist Open-Source. Das heißt, wenn man Samen von ihr nimmt oder Züchtungen und Kreuzungen macht, da kann man kein Patent draufsetzen. Das ist immer freies Saatgut. Finde ich sehr wunderbar und klasse. Und die Tomate wächst trotz der kalten Tage immer noch draußen. Das ist sehr beachtlich. Wir hatten schon 2 Grad hier bei uns in der Region und ja, die wächst hier immer noch. Und ja, sie ist auch gut resistent gegen Kraut und Braunfäule. Die hat noch keine Anzeichen. Ein paar kleine Blätter vielleicht, aber das macht die überhaupt nichts. Und jetzt wächst sie so ein bisschen in den Tunnel rein. Ich lasse sie jetzt einfach wachsen. Und ist auch eine wirklich schmackhafte Tomatensorte. Hier an der Seite habe ich dann etwas größere orangenfarbige Tomaten. Mir persönlich schmecken die jetzt eher weniger. Die haben irgendwie für mich keinen Geschmack. Ich weiß nicht, ob es am Gießwasser das so liegt oder nicht. Aber ja, einfach mal wollte ich das probieren. Ich weiß auch nicht, welche Sorte das genau ist, wie sie heißt. Vielleicht weiß es ja einer von euch. Kann es gerne in die Kommentare schreiben zu allen Tomaten, die ich jetzt nicht ganz genau weiß, wie sie von den Namen oder von den Sorten her heißen. War ein bisschen hektisch bei mir in der Voranzucht und habe ich die Schilder so ein bisschen verplant. Hier vorne habe ich dann auch wieder eine schwarze Tomate, die aber ein bisschen orangelich-gelblich wird, die abfärbt. Da weiß ich aber auch nicht mehr den Namen. Und hier ist es auch so eine Sorte für die Journey Prince oder Black Crim. Das ist auch so eine ähnliche Sorte, ich weiß aber nicht, wie der Name heißt, aber die färbt auch ungefähr in diesem braun-rötlichen ab. Das hier ist die Indigo Beauty. Das ist auch wieder so eine schwarze Tomate, die ich dieses Jahr das erste Mal anbaue. Wie ihr hier sehen könnt, wird die schon langsam reif. Wird dann unten so ein bisschen reif. Die schmeckt sehr süß und ist auch schmackhaft. Und ja, die hat ein bisschen eine härtere Schale. Also wenn die halt reif wird, sind halt normalerweise Tomaten etwas weicher. Die bleibt von der Schale her etwas härter. Und hier weiter an der Seite habe ich so gelbe Tomaten. Die schmecken richtig süß. Also da weiß ich auch nicht mehr die Sorte, aber die sind echt hammer süß. Also manchmal auch ein Stück zu süß. Und das ist jetzt zum Beispiel die Sorte Golden Germany oder Old German. Das hat auch wieder so eine orangefarbene, gelbe, rötliche Sorte. Und die gefallen mir halt auch wirklich sehr. Und ich hatte auch schon von denen Sorten auch wirklich riesengroße Früchte, die auch bis zu 1 Kilo schwer sind. Da kann ich euch ein paar Bilder zeigen, die habe ich mal im Sommer gemacht. Das sind auch Monster-Dinger gewesen und das hat mich auch wirklich tierisch gefreut. Das hier ist die Tomate Grüne Moladesche. Das ist auch eine wunderbare Sorte aus Russland und das ist halt auch so eine grünliche Sorte, die dann auch so gold, gelb und hier unten an der Mitte dann rötlich wird. Das ist wirklich eine Tomate, die sehr viel Wasser hat, aber auch geschmacklich top ist. Also muss ich sagen, also das ist echt eine wunderbare Tomate und die werde ich auch nächstes Jahr wieder anbauen. Hier gegenüber habe ich die Reisetomate. Die wird deshalb so genannt, weil man halt sich hier so kleine Stückchen rausreißen kann. Also sozusagen für eine Reise und das ist auch eine sehr schmackhafte und schöne Tomate. Und das sind jetzt zum Beispiel Tomaten, von denen ich auch nicht mehr die Sorte ganz genau weiß. Das ist so eine orangefarbene Sorte, die dann auch wieder ein bisschen rötlicher abfärbt. Also da weiß ich wirklich nicht den ganz genauen Namen. Hier hinten, das könnte die Sorte Ananas sein. Auch wieder so eine Sorte, die orange-rot wird. Also ich liebe wirklich diese Sorten. Da suche ich zum Beispiel auch momentan das Olympfeuer.
ist auch so eine russische Sorte und ja, ich liebe einfach solche Sorte, die sind so süß und so schmackhaft und sind einfach wirklich, wirklich was ganz Besonderes. Und hier an der Ecke habe ich wieder eine grüne Tomate, das ist die Lucianda. Und das ist auch ja, eine recht gute und empfehlenswerte Tomate, finde ich. Also sie ist auch sehr schmackhaft und ja, hier hinten habe ich dann auch wieder die üblichen Herztomaten von meinem Vater, diese gelben Tomaten, die sehr süß sind und natürlich auch wieder die Feuerwerk. Rechts in der Ecke habe ich noch zwei weitere Honigmelonen. Das ist die Petite Grise de Rennes. Die sind auch noch, ja, riechen auch schon dementsprechend reif. Und das sind auch noch ja, zwei Honigmelonen, die ich hier unten im Tunnel habe. Zwei weitere sind noch etwas weiter vorne. Hier vorne am Eingang sind jetzt meine zwei letzten Honigmelonen, die nachreifen. Das ist jetzt, sind zwei Sorten der Sorte Banana. Das ist auch eine wunderbare Sorte. Das ist noch eine Riesenfrucht hier. Und wie gesagt, es ist Mitte Oktober und ich habe immer noch ja, Melonen zum Ernten. Und ja, das ist echt wunderbar. Und die Sorte, die schmeckt mir auch richtig gut. Und das ist die größte Frucht, die ich jetzt noch habe. Und die fängt jetzt auch schon langsam an zu riechen. Mitte Oktober und auf dem Hügelbeet habe ich noch einige Wassermelonen. Hier sind noch zwei, die ihr sehen könnt. Ich glaube, das ist von der Sweet Saskatchewan. Das ist eine weißfleischige Wassermelone, die noch wächst. Da habe ich hier noch zwei Früchte. Und hier habe ich noch eine Frucht von der Sweet Siberian. Genauso wie hier hinten beim Stangensellerie und Fenchel. Kann man dann auch ein bisschen suchen. Erstmal ein bisschen suchen. Da unten habe ich auch noch mal hier unter dem Laub ist auch noch eine Sweet Siberian. Und das ist jetzt meine letzten Wassermelonen hier auf dem Hügelbeet. Und etwas weiter hinten im Hochbeet Nummer 2 habe ich auch noch mal ein paar Melonen. Das hier ist jetzt das zweite Hochbeet. Da habe ich jetzt, um die Melone ein bisschen von der Kälte zu schützen. Die Pflanze habe ich mal eine Fensterscheibe draufgelegt. Die habe ich von eBay Kleinanzeigen bekommen. Wollte jemand verschenken, habe ich sie gleich mitgenommen, damit ich aus meinen Hochbeeten auch also Frühbeete machen kann. Habe auch noch ein Vlies drunter gelegt, damit es die Pflanze wirklich noch warm hat. Und das ist jetzt die gelbfleischige Sorte Sweet Yellow Mountain. Und hier könnt ihr noch zwei größere Früchte sehen. Hier eine und etwas weiter hinten kann man auch so ein paar Schaturen oder kann man ein bisschen erkennen, dass da noch eine Frucht ist. Und dann habe ich noch hier schwarzes Vlies hingelegt, damit einfach nochmal Wärme absorbiert wird und dann später auch abgegeben wird. Und etwas weiter hinten, da in der Ecke, habe ich eine Melonensorte von Costa Rica. Das ist die Green Nutmeg. Hier ist die kleine Frucht. Die muss auch noch mal ein bisschen reifen. Aber das sind jetzt die letzten Melonen hier in meinem Garten. Und ja, es ist Mitte Oktober. Das ist schon sehr beachtlich.